Ich nehme hier auf, ich nehme da oben auf und ich nehme hier unten auf. So, Tante Ju. Hallo, mein Neffe. Lange nicht mehr gesehen. Ja, lange nicht mehr gesehen. So, ich spiele jetzt mit meiner Tante, die Mama von Julian, Akinator. Und wir schauen mal, ob wir Boolean Jam finden. Also Boolean Jam, das bin ich, falls die Leute das noch nicht wissen. Weißt du, wer Boolean Jam ist? Na klar, das ist mein Neffe. Das ist richtig. So, sagt der Akinator was? Sagt dieser Genie dir etwas? Nee, wer ist denn der Akinator? Ja, das ist Akinator. Okay, ist so wie Aladdin? Fast. Wie sieht denn aus? Sieht aus wie? Der sieht aus wie du ein bisschen. Wie ich? Der sieht aus wie der Hichem, sieht er aus, oder nicht? Stimmt, das ist ein Hichem. Also, das ist ganz witzig, denn ich kenne es selber noch nicht, ich habe es selber noch nie so richtig gespielt. Und zwar, er fragt dich aber die ganze Zeit irgendwelche Fragen und du musst einfach irgendwie antworten. Und dann wird er herausfinden, an wen du gedacht hast. Oho. Das heißt, wir denken Oho. Jetzt einfach mal an Boolean Jam und spielen auf Klicken. Hier machen wir einfach eine Differenz von unseren Alters? Keine Ahnung. Das Alter, ne? Das Alter, mehrere. Eltern. 213, wir spielen, okay, nee, weil wir machen was Realistisches, sagen wir mal so 20. Mhm. Wir spielen und es funktioniert nichts. Wir machen nochmal 20. Wir spielen. Oh, passiert nichts. Ah, jetzt geht's jetzt. Ah, okay. Guck mal, die erste Frage, die er schon stellt, ist, wurde deine Figur durch YouTube berühmt? Figur meinst du, meine Figur körperlich? Oder meinst du mich? Also, also wurde quasi Boolean Jam durch YouTube berühmt. Achso, okay. Achso, deine Figur, die ist genau. Akinator. Also, okay. Wir denken nur und er fragt uns. Ah, okay. Ja, ich ne? Verstehe. Ja. Ist deine Figur weiblich? Nein. Spielt deine Figur auch Minecraft? Nein. Hat deine Figur ein Musikvideo auf YouTube? Ja. Also, Bully hat noch kein Musikvideo. Nee, das war mein Sohn. Ja. Das war mein Sohn, der macht Musik. Aber mein Neffe, der möchte gerne vielleicht. Ich möchte, ja. Hat deine Figur eine feste Freundin? Nein. Nein. Ist deine Figur älter als 17? Ja. Ist deine Figur aus Österreich? Nein. Ist deine Figur ein Gamer? Nein. Lebt deine Figur in Deutschland? Ja. Ist deine Figur ausländischen Ursprungs? Na klar, ist doch mein Neffe. Dann ja. Ist deine Figur ein Moslem? Nein. Sieht so aus, aber nein. Ist deine Figur afrikanisch? Nein. Nein. Willst du mit deiner Figur zusammen sein? Ja. Das ist weird. Ach so, okay. Also, jetzt, willst du mit Boolean Jam zusammen sein? Ach so, ja, das habe ich jetzt hier den Film. So. Okay. Ist deine Figur Asiate oder Asiatin? Asiate. Also ja oder nein? Oder ich weiß nicht. Ja. Lädt deine Figur Hey Ju Videos hoch? Nein. Natürlich nicht. Hat deine Figur schon mal blonde Haare? Nein. Hat deine Figur etwas mit Anime zu tun? Nein. Nein, es gibt so wenig über mich. Ist deine Figur ein Wintersportler? Nein. Alles nein. Ist deine Figur ein Elefant? Nein. Macht deine Figur Kämpfe? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Nehmen wir mal wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Hat deine Figur einen Bruder? Nein. Habe ich einen Bruder? Habe ich keinen Bruder? Tante Nein. Mama Ju. Ich habe keinen Bruder? Nein. Schade. Trägt deine Figur eine Hose? Ja. Ja. Hat deine Figur gefärbte Haare? Ja. Wie du so nachdenkst, du kannst mich einfach anschauen. Ach so, ja. Trägt deine Figur oft eine Cape, eine Cap oder Mütze? Nein. Hat der Name deiner Figur vier Buchstaben? Nein. Bin ich Revi oder... Nein! Krass! Hä? Wow, ich bin berühmt! Krass, oder? Ja. Krass. Wie schafft ihr das? Ja, wie schafft wir das? Der wie schafft das. Wie schafft er das? Hichem schafft das. Hichem, wie schaffst du das? Hichem. Krass! Also direkt, das gab's nicht, ne? Da kam Boolean Jam raus. Ja. Krass, oder? Krass! Ich guck mal, ich wurde schon 51 Mal gespielt. Ich will ein Bild hinzufügen. Es gibt noch kein Bild von mir. Datei auswählen, ihre E-Mail-Adresse, revi.stink.de. Abschicken. Wohin schicken? Danke, dein Foto wird nach Überprüfung sichtbar sein. Perfekt, so, wir spielen mal jetzt. Wir suchen Mama Ju. Ja, Mama Ju ist berühmter als Boolean auf jeden Fall. This track coming soon. Ja, Mama Ju ist ja schon ein bisschen berühmter durch die ganzen Julian-Videos. Das stimmt. So, wir spielen nochmal, ja? Spielen. Ist deine Figur durch YouTube berühmt? Ja. Ist deine Figur weiblich? Ja. Hat deine Figur einen festen Freund? Nein. Hat deine Figur oft Geschlechtsverkehr? Ich würde sagen, nein. Ist deine Figur älter als 15? Ja. Also spricht deine Figur Deutsch? Ja, etwas. Ist deine Figur aus Österreich? Nein. Ist deine Figur dick? Nein. Hat deine Figur Tattoos? Hättest du gerne Tattoos? Nein. Dann nein. Hat deine Figur blondes Haar? Nein. Ist deine Figur älter als 50? Ja.
Ja. Das geht schon in die Richtung. Ist deine Figur weißhaarig? Nein. Hat deine Figur Kinder? Ja, zwei komische Kinder. Hat deine Figur weiße Haare? Nein. Spielt deine Figur ein Flöteninstrument? Spielst du ein Flöteninstrument? Nicht, dass ich wusste. Ist deine Figur asiatischer Herkunft? Ja! Mama Ju, Arsch! Mit Lachgummis. Krass. Guck mal, du heißt Mutter von Julian Bam und Sean Bean. Krass. Die wissen alles über uns, sie kontrollieren uns, sie überwachen uns. Krass, oder? Ja, du willst mal. Ja, ist richtig. Willst du an noch jemand anderen denken? Mhm. An wen willst du denn denken? Welchen YouTuber magst du? Emra auf jeden Fall. Emra war doch klar. Alter sind wir immer, wir sind jetzt 19 geworden. Emra, hi. Ich habe vergessen, dass du vor ein paar Tagen Geburtstag hast. Ist deine Figur männlich? Ja, ich weiß nicht. Ist deine Figur Let's Player? Nein. Wurde deine Figur durch YouTube bekannt? Auf jeden Fall, ja. Hat deine Figur ein Musikvideo auf YouTube? Ja. Kann ich mal zurückgehen? Jetzt habe ich gerade ganz schnell geklickt. Wäre besser. Hat deine Figur ein Tattoo? Nein. Ist deine Figur afrikanisch? Nein. Stammt deine Figur aus einem Roman? Nein. Ist deine Figur ausländischen Ursprungs? Ja. Macht deine Figur manchmal etwas mit KS Freak? Nein. Fährt deine Figur Fahrrad? Nein. Aber ein bisschen? Nein. Manchmal? Nein. Selten? Ich weiß nicht. Ist deine Figur türkischer Herkunft? Ja. Kennt deine Figur über das Internet? Ja. Mag deine Figur Lasagne? Ich weiß nicht. Boah, da war bestimmt irgendwie so ein Insider, ne? Sagen wir einfach ja. Ja. Reißt deine Figur gerne? Ja. Ist deine Figur über 18 alt? Figur über 18 alt? Ja. Hat der Name der Figur vier Buchstaben? E, M, nee, R, A. Nein. Nein. Ist deine Figur ein Sänger? Jetzt darfst du nichts Falsches sagen. Tante Mama Ju. Ja. Das war die richtige Entscheidung, Emra. Aber ich krieg trotzdem auf Nein. Ja, Emra ist ein Sänger. Kennt man deine Figur aus? Nein. Aus Horror Lifehacks vielleicht was. Ist deine Figur ein Elefant? Nein. Lebt deine Figur in Berlin? Nein. Ist deine Figur kriminell? Da weiß ich nicht. So. Nein. Nein. Lebt deine Figur in Deutschland? Ja. Macht deine Figur lustige YouTube-Videos? Ja. Hat deine Figur über 1 Million Abonnenten? Ja. Wohnt deine Figur in Köln? Nein. Boah, who the fuck is Serkan Urfa? Der sieht aus wie so ein jüngerer Emra. Vielleicht ist das auch verwandt. Die sind bestimmt verwandt. Ja. Mini-Emra haben wir gefunden. Der kleine Bruder von Emra heißt anscheinend Serkan Urfa und ist bei SKK, Schwarzkopf-Kanal. Wir machen noch eine witzige Sache und zwar denken wir mal an Örtütü oder Datütü. Ah, okay, Örtütü oder Datütü. Okay, wen nimmst du? Örtütü. Örtütü, okay? Das ist dein Bruder. Ja, mein Bruder. Mein zweiter Bruder. Örtütü, Ör heißt zwei. Ja. Und Da heißt groß. Ja. Da heißt quasi der erste große Bruder. Mhm. Und Ör heißt zweiter. I-Ör-San-Sil. Richtig. So, ist deine Figur männlich? Ja, auf Örtütü. Örtütü? Ja, spielt deine Figur Minecraft nicht? Nein. Hat deine Figur einen YouTube-Kanal? Nein. Wäre aber auch zu witzig. Ist deine Figur etwas 36? Ja. Ist deine Figur weltweit bekannt? Nein. Stammt deine Figur aus deiner Familie? Ja. Da geht es los. Ja. War deine Figur in deine Mutter verliebt? Nein. Ist deine Figur älter als deine Mutter? Nein. Da steht älter als deine Eltern, nicht Mutter. Ja. Hast du nicht gerade Mutter gesagt? Ist deine Figur älter als deine Eltern? Nein. Doch. Nein. Ist nicht älter als deine Eltern? Das ist nicht. Bist du mit... Nein. Nein. Ja. Kennt dich deine Figur, seitdem du geboren bist? Ja. Stammt deine Figur aus deinem Körper? Nein. Stellst du deine Figur als deine Schwester oder deinen Bruder vor? Ja. Besitzt deine Figur einen Server? Ja. Hat einen Server? Wenn man einen Computer hat, hat er einen Server. Nein. Was ist das denn? Ein Server? Ja. Server ist doch ein Computerserver, oder? Nein. Was ist denn jetzt? Besitzt deine Figur einen Server? Nein, dann. Ist deine Figur älter als du? Ja. Ist deine Figur tot? Nein. Haben du und deine Figur die gleiche Eltern? Ja. Spielt deine Figur mehrere Instrumente? Nein. Lebt deine Figur bei dir zu Hause? Nein. Ist deine Figur älter als 50? Ja. Guck mal, der ist schon ganz, der weiß schon. Ja. Hat deine Figur schon mal geheiratet? Ja. Hat deine Figur dieselbe Großeltern wie du? Ja. Meinen großen Bruder sogar. Oh. Krass, du hast doch an deinen großen Bruder gedacht. Oder ja. Hast du an Örtütü gedacht? Großer ist auch ein großer Bruder. Ja, stimmt. Und Kommentar ist 123123. Was heißt das? Keine Ahnung. Ist das wirklich ein Spiel oder ist das so ein Trick? Was für ein Trick? Weiß ich nicht. Haben sie vorher programmiert? Ich programmiert? So, Tante, Mama ja. Ju. Ja. Das war's.
Okay. Hat dir Spaß gemacht? Sehr schön. Willst du noch jemanden grüßen? Hi, Passi. Hi, Vince, du Bauer. Hier ein Flashback. Vincent, das ist dein Ende, du Bauer. Aus dir mache ich noch Ente, sie ist sauer. Ist das zu Ende? Das ist das Ende jetzt, das Video. Oh, schade. Ja, dann. So. Tschüss, ich gehe. Okay. Die reimt doch so auf, so. Den Arm wurde heftig gekickt. Jetzt ist der kleine Ju mal wieder sick. Hey Ju, ich übernehme den Kanal und die Crew. Vergiss niemals, I got you. Ich weiß, dass ihr mich kennt, denn ich war auf Platz 1 in der YouTube-Trends. Und Vincent, das ist dein Ende, du Bauer. Aus dir mache ich noch Ente, sie sauer.